Wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 mal wieder. Und unter einem meiner letzten Videos stand, zeigt doch mal, wo es das schnellste Auto des Spiels gibt. Und das ist dieser schöne Flitzer hier, der ist dem Bugatti nachempfunden, den es auch im echten Leben gibt. Der hat, glaube ich, da 1000 PS oder 1001 PS und kostet 1 Million. Und der steht hier so rum, einfach so. Ich zeige euch mal auf der Karte, wo das ist. Das ist genau hier. Zur Erinnerung, da oben ist Michaels Haus, hier oben. Einfach da unten bei dem Klamottenladen, die Straße ein bisschen weiter. Hier ungefähr steht er. Einfach so rum. Der steht nicht immer da. Der spawnt und despawnt, wie er möchte. Der steht nicht immer hier rum. Kann man dann natürlich mitnehmen. Ich meine, wenn da so ein Auto am Straßenrand steht, was so aussieht, dann muss man das mitnehmen. Und dann ist der einfach einem selbst. Ah, ich finde den geil. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist der Wagen der schnellste im Spiel bis jetzt. Vielleicht ist irgendwo noch von Rockstar ein schnelleres Auto versteckt, aber das ist bis jetzt der schnellste. Der wird jetzt auch direkt mal in der Garage geparkt. Aua. Und kaputt gefahren wird er auch noch. Weil den muss man natürlich mitnehmen. So, meiner. Schön hier in der Garage parken, dann verschwindet der auch nicht mehr. Zack. Direkt neben den anderen schönen Wagen. Und fertig ist das Ding. Aussteigen bitte. Oh, erstmal schön mit der Tür gegen die Wand, alles klar. Wie gesagt, der spawnt da und despawnt da, wie er möchte. Deswegen fahrt einfach immer mal dran vorbei, wenn er da nicht steht und gebt die Hoffnung nicht auf. Hier unten ist das Ganze, beziehungsweise hier findet ihr das. Sollte kein Problem sein. Ich habe euch oben noch zwei Videos verlinkt. Einmal, wo man den Kampfjet findet und wie die Börse funktioniert. Müssten oben links und rechts so Anmerkungen sein. Könnt ihr gerne mal draufklicken. Und ja, wenn es euch geholfen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!